Ja, ein besonderes Schnäppchen heute hier, ein 2017er. Der ist aber nagelneu und ja, der steht zum Verkauf. Ist ein besonderes Preisangebot. Wir werden gleich mal mit dem Uwe Schmidt sprechen und er wird Ihnen verständlich sagen, was da noch drin ist. Ja, ist ein Tappa Puccini 650 TD Profi aus Modelljahr 2017 und das Besondere ist, er hat wirklich eine ganz tolle Ausstattung, sieht richtig klasse aus. Hier ist Uwe Schmidt, grüß dich Uwe. Hallo, grüß dich auch. Ja. Ja, preislich kann man dort entsprechend Verhandlungen vornehmen. Er hat mal entsprechend gekostet knapp 45.900 Euro. Also es sind 46, ja. Genau. Es sind die 46.000 Euro hat er gekostet. Eine gute Ansprache bei mir würde es schon bedeuten, aber wir werden in der Preisklasse weit unter 40.000 Euro liegen für diesen Wagen. Der Wagen ist zusammengestellt mit Dachreling, 12-Volt-Paket, Antennenmast, unter Bodenlicht, Radio mit 4 Lautsprechern, der Boiler mit 14 Liter Elektro, LED-Spots im Schlafraum, Mittelsitzgruppe in Designmöbel, ein Radio und die Kühlschränke, die Möbel der Kühlschränke und das Ganze drum und dran in weiß lackiert. So, der ist neu. Wenn ich den kriege, da wird er komplett geputzt. Nochmal außen von dir? Na, das wirst du wohl glauben können. Okay, der sieht dann wieder aus wie neu. Der quasi. Sieht besser aus wie neu. Das ist so. Was so. Bei uns rausgeht, ist top. So, der hat eine spezielle Story, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das sagt euch der Uwe dann, wenn er mal herkommt. Aber der ist flammneu. Der war im Prinzip vom Werk hierher gezogen. Und ja, es gibt auch einen Grund, warum er noch nicht weg ist. Nicht, weil ihn keiner haben möchte, sondern der wurde erst vor kurzem freigegeben, korrekt? Ja, der Kunde, der diesen Wagen bestellt hatte, ist in dem Moment in eine gewisse Situation geraten, wo er nicht mehr abnehmen kann. Das ist so. Also es gibt sonst nichts Schlimmes. Der hat doch keinen Schaden gehabt, nichts. Nein, keinen Schaden gehabt. Ist ein nagelneuer Wagen. Der ist lediglich von unserem Reservationsplatz runtergenommen worden, jetzt hier in unserem Verkaufsplatz. So, ich zeig mal gerade. ATC Alco mit drin. ATC Alco ist mit enthalten, ja. Die elektronische Stabilisierung für Wohnwagen, damit er nicht schlingern kann und so weiter. Hat nichts zu tun mit der Anti-Schlingerkupplung, hatte ich ein ABS für Wohnwagen. Das betrifft die Achse, aber wenn du dir an die Schlingerkupplung ansprichst, das ist natürlich Serie. Das ist hier im Alco-Kopf vorne eingebracht. Hier haben wir die Schlingerkupplung über die Bremsbeläge drin. Und das ist eine zusätzliche Option. Okay. Also wir bremsen ja einmal über den Bremsbelag, ja. Und wir bremsen zusätzlich über die Elektronik. Sehr schön. Das heißt also, die sollte dann an der Bordbatterie angeschlossen sein, sonst funktioniert sie nicht. Da gibt es eine grüne Lampe. Am Bordbatterie des Autos. Richtig. Das Auto muss die Steuerungseinheit vornehmen und muss den Strom zuführen. So, das ist das Fahrzeug. Es hat natürlich zwei Achsen. Du bist der Spezialist für Doppelachser. Ja, das ist allemal. Du wirst fast keinen Wohnwagen finden, ohne dass er Tandemachse hat. Immer zwei Achsen. Hat obendrauf eine Reling, das eben sehr praktisch ist. Man kann dort einige Sachen festmachen. Also ich habe unter anderem dort Sachen abgespannt. Es gibt dort die Möglichkeit, ein kleines Zelt anzubringen. Man kann also unglaublich viel damit machen. Du kannst die Boxen unterbringen, du kannst in dem Sinne dein Boot mitnehmen, du kannst in dem Moment die Accessoires oben auf dem Wohnwagen festschnurren. So, ich zeig mal gerade von hinten. Da ist ein großes Fenster hinten drauf und wenn Sie gleich reingehen mit mir zusammen, also er sieht jetzt im Moment ein bisschen aus, er stand ja jetzt knapp 3 Jahre. Ja, nee, das ist nicht ganz korrekt. Wir brauchen hier nicht lange. Wir haben die Industriestraße, wir haben die B41, wir haben die Eisenbahnstrecke. Mhm. Bei uns geht das in einem schnellen Tempo von der Aufwirbelung des Staubs, dass diese Wagen so sind. Ja, okay, die das sehen dann quasi aus. Das muss man berücksichtigen, wenn er zu uns kommt. Das ist so. Leider nicht anders machbar. Aber zum Zeitpunkt der Auslieferung, das verspreche ich euch, liebe Kunden, ist der Top 1. Super, der wird also komplett aufgearbeitet, sieht dann aus wie neu. Ihr habt ein spezielles Mittel, alle Schlieren, die man hier sieht, die werden wie neu, richtig? Die sind absolut top. Wir haben einen Aufbereiter, der ist komplett über Saarland und Rheinland-Pfalz bekannt für seine Qualität. Prima. So, wir zeigen ihn aber heute mal ganz bewusst in dem Format. Denn, sag mal, wenn dem jetzt jemand gefällt und er sagt, ich möchte ihn gerne haben, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn er den Uwe Schmidt mal anruft. Wir gehen mal rein. Ja, die Tür ist zweiteilbar. Und, ja, das ist schon mal der Boden. Der ist flammneu, da sitzt der Uwe jetzt in der Rundsitzgruppe. Hallo Uwe. Hallo. Das wäre jetzt noch ganz normal. Ich zeige mal gerade oben, so sieht er denn innen aus. Aber das, was Sie jetzt sehen, das ist französisch. Ich habe ein Raumgefühl, komplett offen, fast als wäre hier ein Slideout drin, oder? Ja, das ist so. Und zwar nennt man diesen Raum, steht belgische Ausführung. Er lässt komplett keine Möbelbau auf der rechten Seite zu. Man kann von der Tür aus bis ins Bett reinschauen. Ja, besonders stark ist, ich habe nicht nur eine Rundsitzgruppe, sondern ich habe auch eine Extrasitzgruppe zum Essen. Das bedeutet, wenn ich die Rundsitzgruppe umbaue zum Bett, kann ich die lassen und kann noch ganz bequem frühstücken zum Beispiel. Das ist korrekt so. Und du hast aber auch parallel in dieser Seitensitzgruppe, Mittelsitzgruppe, die Möglichkeit, noch die Polster rauszuziehen und ebenfalls nachts zu nächtigen. Ah, das heißt, hier könnte bleiben und hier könnte zum Beispiel das Kind drauf liegen. Das ist korrekt, ja.
So, jetzt gucke ich mal das Ganze. Also bei euren Ausführungen in Frankreich, da ist die Küche nicht so wesentlich. Das bedeutet, ganz oft habt ihr französische Kunden, ihr kriegt die Wagen zurück, nochmal in Zahlung. Die Küche wurde nie benutzt. Korrekt. Da ist kein Brenner drin gewesen, da ist nichts dran geschehen. Genau, es gibt sogar Ausführungen. Der Kühlschrank, wenn er zur Küche geeignet wird, ist natürlich schon benutzt, logisch. Ja, es gibt sogar Ausführungen, das habe ich schon mal gesehen, da ist nur das Brett drin, die sind noch gar nicht eingebaut gewesen. Das heißt, die werden extra geliefert, das gibt es schon mal? Ja, wir bestellen die Fahrzeuge ohne Spüle und ohne Kocher. So ist es. Da steht da drin. Ja, Truma Boiler ist mit drin, 14 Liter, LED-Decken, Spots sind mit drin und ein Radio ist mit drin. Und das Besondere, ja, ist wirklich, dass auf der rechten Seite keine Möbel sind. Also das ist ja Wahnsinn. Ich habe ein Raumgefühl hier drin, ich stehe komplett offen. Und das ganz Besondere ist auf der gegenüberliegenden Seite. Alle Möbel sind in weiß lackiert. Schau mal, da siehst du den Kühlschrank in weiß, da siehst du alle Möbelteile in weiß und die Tür hinten ins Bad ist ebenfalls in weiß. Das ist eine Rarität, das ist eine besondere Art für diesen Wagen. Und hat eigentlich nur diesen einzigen Wagen hat das. So, komplett in weiß. Da ist ein ganz großer Automatikkühlschrank drin. Nee, der ist manuell. Das heißt, ich kann den betreiben auf Strom, Batterie und Gas. Schalte ich einfach um. Dometic. Und eine große Heizung ist mit drin. Ein Riesenbett. Ein Riesenbett, das auch vor allen Dingen eine dicke Matratze hat, die halt eben etwas mehr Genügsamkeit bietet. Genau, ich zeig mal gerade die Matratze, wenn du mal gerade sitzen bleibst. Ich zeig mal gerade die Raumtiefe, das ist übrigens die Dicke von der Matratze. Sowas habe ich im Wohnwagen noch nie gesehen. Ich sage eine spezielle Art von unserem Hause, dass wir das anbieten. Aber alle Profiwagen haben es in dem Moment. So, da ist der Alco-Tresor drin mit Doppelbadschlüssel. Ja, und hier ist die Dicke von der Matratze. Unglaublich. Ja. Aber es ist halt eben auch eine gewisse Komforteigenschaft. Gell? Hier ist die weiß lackierte Tür und hier geht es ins Bad rein. So, hier könnte man übrigens auch, das Fahrzeug hat keine Toilette, wenn Sie es haben möchten. Man könnte ja auch eine Toilette reinstellen, allerdings in deinem Kundschaftsbereich ist die Toilette innen drin nicht gewünscht. Das ist korrekt so, weil wir ganz einfach von der Hygiene her, es in der Eigenschaft mit vier Personen da drin zu leben, etwas unangenehm wäre. Okay, verstehe. Das ist so in Frankreich. Ja. Es gibt ein Duschzelt, es gibt ein Toilettenzelt, es gibt diese Art von Zelte, die rund um den Wohnwagen irgendwie deponiert können werden und dann dementsprechend genutzt werden. So, hier habe ich ein großes Fenster. Das Besondere ist auch hier nochmal die Sitzgruppe in der Mitte. Die habe ich mir immer gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist auch toll, wenn du Kinder dabei hast. Die können hier in dem Sinn spielen, sie können sich beschäftigen. Sie haben Möglichkeiten, sich immer noch irgendwo hinzusetzen, während gegen die Erwachsenen in der Rundsitzgruppe sich halt eben eine gemütliche Runde geben können. So, hier vorne ist die Fernsehecke. Ich kann mich auch prima vereinzeln, denn ich kann hier zumachen. Wenn du mal kurz da ist so eine riesige Tür mit drin, die kann ich einfach schließen und dann habe ich meine Ruhe. Uwe? Ja? Sag mal was. Hallo, hörst du mich noch? Nee, kaum noch. Das ist cool. Das heißt, man hat auch eine räumliche Entkopplung mit drin. Kann ja mal sein, einer, der will mal früher schlafen gehen oder man hat Kinder, die können dann hier schlafen und man legt sich später einfach dazu. Wie es gewünscht wird. Genau. Der Schrank ist groß? Der Schrank hat einen riesengroßen 63er Schrank drin. Wir haben hier noch ein Wäschefach dazu. Wir haben noch ein Schuhfach unten drunter. Ja. Über dem Kühlschrank noch ein Fach. Da unten drunter ist die Elektrik? Da unten drunter sitzt die Elektrik. Ja, die ganze Vernetzung des Wagens. Der ist neu. Der ist nagelneu. Der ist brandneu. Der ist so neu, dass du sogar noch die Späne hast. Eine Holzspäne. So, hier wäre der Fernseher. Da wird der Fernseher positioniert. Da haben wir die Zugänge vom Antennenkabel. Der hat ein 12 Volt Bordnetz dabei. Also über 12 Volt, 220 Volt können wir sie ansteuern. Das Ganze lässt sich hier über diese Stoße bequem durch die Seite ranziehen. Versorgen. Ja. Da vorne kann ich ja was drauf machen. Hier drunter kann ich mal reingucken, wenn du mal lieb bist, da mal aufmachst. Jupp. Da ist dann quasi der. Geht's richtig tief rein. Geht's richtig tief rein. Und da sind die beiden Dosen drin, die ich dann sehen kann. Unten drunter habe ich die Möglichkeit auch noch was zu verstauen unter den Sitzen hier. Und die Sitzen sind selbstverständlich auch noch zugänglich, ja. Da ist zum Beispiel die Batterie. Ja. Ah, der hat eine Batterie mit drin. Batterie, ja. Komplett autark. Deswegen hast du hier auch diese 12-Volt-Stecker, dass du den Fernseher ohne Stromzuführung benutzen kannst. Ich hatte das sonst in dem zweiten, aber keine Batterie drin. Da war ein Netzgerät drin für 12 Volt, also wenn ich an 230 Volt gehe. Aber hier habe ich eine Batterie. Komplett. Hier hast du eine Batterie an Bord, genau, die dir auch autark gibt. Das kannst du autark mit dem Fahrzeug leben. Radio funktioniert, Handy funktioniert, alles was dran hängt. So, großer Kühlschrank, mach mal auf bitte. Auch weiß.
Dometic, da kann, also übrigens, man kann das oben rausnehmen, da wird es größer, gell? Ja, das Fach lässt sich oben rausziehen und dann ist die Kühleinheit noch größer und stärker. So einen ähnlichen habe ich auch, muss ich fairerweise sagen. Naja, so neu wird er nicht mehr sein. Nee, so neu ist er nicht. Da vorne habe ich was. Was da drin? Da habe ich ebenfalls die Möglichkeit, unter dem Bettkasten alles unterzubringen, was mir da beliebt. Großer Bettkasten. Ja. Ich kann das Bett umbauen. Nee, ich kann die Rundsitzgruppe umbauen zum Bett. Ja, genau. Exakt. Ich habe eine Stereoanlage mit drin. Die zeige ich mal gerade hier auf der linken Seite. Die ist da. Lautsprecher sind mit drin. Und hier oben das Radio drin. Das heißt, über Bluetooth kann ich dann den Fernseher vernetzen, was übrigens auch geht. Amazon Handy. Prime Stick. Das Handy kannst du ebenfalls mal reinsetzen. Ja. Handy geht ebenfalls über Lautsprecheranlage. Sehr schön. Ja, der steht zum Verkauf. Das heißt, steht jetzt drauf 45.950 Euro. Aber du hast mir gesagt, am besten Interessenten, die das Fahrzeug interessiert, sollen sich mal bei dir melden, richtig? Persönlich bei mir melden, jawohl. Ja, wir werden schon einen Weg finden, wie man eine Menge Geld sparen können. Da kann man was machen, ordentlich. Ja, klar. So, sehr schön. Sagt Uwe Schmidt übrigens, ihr verkauft viele Fahrzeuge im Jahr, muss man sagen. Das heißt, das ist jetzt einer von ganz, ganz vielen. Im Schnitt holt ihr pro Tag mindestens ein Fahrzeug ab, pro Werktag? Pro Werktag ein Fahrzeug im Werk, ja. Mindestens. Jeden Tag sind wir im Werk. Sehr schön, bei Tabat. Ja, das hier sind nochmal ein paar Details. Hier kann ich die Bordspannung sehen. Hier sehe ich nochmal den Wasserstand. Und hier habe ich die zentrale Ein- und Ausschaltung. Dann gehen wir nochmal raus, gucken uns den von draußen nochmal an. Wir sind tatsächlich hier in Idar-Oberstein. Und da ist er, der Tabat Puccini 650 TD Profi, Modelljahr 2017. Flammneu, wenn Sie den bekommen, wird er komplett aufbereitet, geputzt. Und am besten mit Uwe Schmidt mal in Verbindung setzen von AMC Schmidt aus Idar-Oberstein, der Spezialist für doppelachsige Wohnwagen in Europa. Mit Fug und Recht kann man sagen, ihr seid einer der ganz großen Tabathändler. Darf man das sagen? Das darfst du ohne weiteres sagen. Wir machen da schon eine größere entsprechende Nummer, die wir darlegen oder die wir zeigen auch. Ja, das ist schon. Ja, vielen Dank, Uwe. Okay. Tschüss. Bis dann. Tschüss.